Corona und das Impfstoffthema spalten immer mehr unsere Gesellschaft und reißen auch schon Gräben durch Familien und zwischen Freundschaften. Immer mehr Menschen leiden auch psychisch darunter. Auch ich werde oft gefragt, wie ich trotz all der Anfeindungen und Diffamierungen aufgrund meiner Positionen meine Energien noch bewahren kann, um weiterzumachen. Denn dieses soziale Mobbing, das ich und andere erleben, das nimmt ja teilweise in den sozialen Medien auch persönlich herabwürdigende Ausmaße an. Und das steckt man natürlich nicht ganz so einfach weg. Und ich möchte meine Energien natürlich aufheben, bewahren für meine eigentliche Arbeit, wo es um das Immunsystem und die Ökologie geht. Und ich bin ja zusätzlich auch noch einer dieser Single-Papas und mein Kind lebt zu 50% bei mir. Ich bin also sozusagen ein 50% Alleinerziehender. Und jeder, der Kinder hat, weiß, es ist ganz wichtig, sich dafür auch die Energien aufzubewahren und die Kräfte zu bewahren. Also meine Antwort auf die Frage, wie ich die Kräfte bewahre, ist, ich habe gute Coping-Strategien. Man braucht in dieser Situation Coping-Strategien für die Psychohygiene. Und meine vielleicht wichtigste Coping-Strategie ist der Geländelauf, der Sport in der Wildnis. Die Umweltpsychologin und der Umweltpsychologe Rachel und Stephen Kaplan haben das Being Away kreiert, diesen Begriff Being Away. Und das beschreibt eben dieses Wegsein von den sozialen Problemen. Und das tut jetzt wirklich ganz besonders gut. Deswegen lade ich euch jetzt auf einen Geländelauf ein. Vielleicht kann ich euch damit ein bisschen inspirieren. Und auf eine gemeinsame Corona-Auszeit in der Natur.